Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz zur Vorstellung von unserem neuen Geschäftsführer Christian Keller. An seiner Seite unser Präsident Werner Wolf und unser Vizepräsident Ecki Sauren. Auch euch ja, ein herzliches Willkommen. Zum Start die Frage an unseren Präsidenten. Innerhalb von 3 Monaten stellen wir jetzt den zweiten Geschäftsführer vor, Dr. Wolf. Ist es ein Umbruch in der Geschäftsführung für den 1. FC Köln? Ja, ich denke schon, dass man von Umbruch und Neuanfang reden kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir wollten den FC ja neu aufstellen, wo wir dabei sind. Und auf der anderen Seite haben wir aber dafür gesorgt, dass es fließende Übergänge gab. Und das hat aus unserer Sicht ganz gut funktioniert. Vielen Dank fürs Erste. Ecki, du hast den Auswahlprozess als Vertreter des Vorstands zusammen mit Jörg Jacobs begleitet. Vielleicht lässt uns noch mal rückblickend teilhaben, wie lief der Auswahlprozess und warum fiel die Entscheidung letztendlich auf Christian? Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Geschäftsführersuche, insbesondere Geschäftsführersuche Sport, ist natürlich eine der wichtigsten Aufgaben des Vorstandes. Von daher ist man mit dem Thema natürlich grundsätzlich sehr häufig und intensiv an der Stelle mit befasst. Wo das Thema dann ernster wurde, haben wir uns intensiv nochmal mit sehr vielen, aber vor allen Dingen auch mit den Erfolgen von Christian Keller bei Jahn Regensburg befasst. Haben dann den Dialog in Form eines Kennenlernens gesucht. Das erste Termin war gemeinsam mit Jörg Jacobs und auch wenn es als Kennenlerntermin gedacht war, war am Ende dann über 2 Stunden. Und wir sind da dann herausgekommen und gesagt, okay, das ist tatsächlich eine ganz, ganz interessante Perspektive. Wir waren schon sehr von Christian Keller überzeugt. Und da war sehr wertvoll, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Also Jörg Jacobs bringt ja eine ganze Menge Kompetenzen an der Stelle mit ein. Ich habe versucht, auch was dazu beizutragen. Und das hat dann am Ende auch dazu geholfen, dass der Jörg bereit war, die Interimslösung an der Stelle mit zu übernehmen, weil er wusste, dass es dann eine hervorragende Lösung langfristig an der Stelle in Aussicht ist. Das ist ein Punkt, den ich nochmal betonen möchte, dass wir sehr langfristig ausgerichtet sind und da sehr, sehr glücklich sind, mit Christian Keller unserer Meinung nach einen hervorragenden Kandidaten gefunden zu haben, der jetzt hier unter uns ist, wir in der komfortablen Situation sind, dass der Klassenerhalt geschafft ist und dass vor allen Dingen die Interimslösung mit Jörg Jacobs an der Spitze, aber vor allen Dingen auch Lukas Berg und Thomas Kessler hervorragend funktioniert hat. Von daher nochmal der ausdrückliche Dank auch an die drei Herren, sodass man hier, glaube ich, sehr, sehr gute Übergänge an der Stelle geschaffen hat und Christian Keller jetzt beim Neuanfang nicht wirklich bei einem Neuanfang steht, sondern eher bei einem Übergang. Zum anderen Teil der Frage, warum Christian Keller? Zum einen wurde direkt im Gespräch klar, dass hier wirklich eine herausragende Kompetenz besteht, insbesondere im sportlichen Bereich, aber auch im kaufmännischen Bereich. Das heißt, das ganzheitliche Thema ist auch ein enormer Vorteil für den 1. FC Köln in der sehr herausfordernden Lage, in der wir sind. Christian Keller kennt alle Zahlen, kennt die Herausforderungen und ich glaube, das ist wichtig, dass man einen Sportgeschäftsführer hat, der das ganzheitlich betrachtet, der sehr klar ist, sehr strukturiert ist und insbesondere bei Regensburg ja in unseren Augen wirklich Herausragendes geleistet hat. Wir sind die ganze Geschichte intensiv durchgegangen, sowohl selber analytisch, aber haben uns natürlich das insbesondere auch von Christian Keller erzählen lassen. Und das ist wirklich schon beeindruckend, was da geschaffen ist. Ich glaube, die meisten von euch wissen das. Von daher nur in aller Kürze, also als Christian Keller Regensburg übernommen hat, war es ein klassischer Fall der Restrukturierung. Man war nicht weit von der Insolvenz an der Stelle entfernt und man hatte wirtschaftlich Herausforderungen, die relativ betrachtet wirklich extrem schwer waren und man ist dann einen sehr, sehr konsequenten Weg gegangen mit sehr, sehr viel Klarheit, hat einen ganz klaren Plan gehabt, sodass wir sehr viele Dinge, die wir gedanklich mitgebracht haben, hatten wir direkt große Übereinstimmung und von daher sind wir überzeugt, dass wir hier wirklich einen sehr, sehr guten Kandidaten für den 1. FC Köln verpflichten konnten. Dankeschön, Ecki. Ja, auch nochmal herzlich willkommen persönlich, Christian. Die ersten paar Tage hast du hinter dir, am Freitag hast du hier sehr früh am Geißbockheim deinen Dienst aufgenommen. Wie waren die ersten Tage und bist du weiterhin voller Tatendrang? Also Freitag war ein guter Vorgeschmack, glaube ich, für die nächsten Wochen und Monate. War ein schöner Tag, auch wenn das Ende des Tages nicht mehr so positiv war. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass in Berlin zumindest mal 1 Punkt mitgenommen wird, im Idealfall 3.
Aber für mich war er deshalb schön, mal losgelöst vom Ergebnis, weil ich einfach die Gelegenheit hatte, am Freitag schon sehr, sehr viele Menschen, die hier für den FC Köln arbeiten, kennenzulernen. Und es hat sich dann am Samstag fortgesetzt, hat sich heute auch fortgesetzt, sodass mein Start, ist kurz bis dato, aber war bis dato sehr, sehr angenehm, sehr, sehr positiv und bin ich guten Mutes, dass es so weitergeht. Ja, dann sage ich vielen Dank bis dahin und bitte Sie um eure Fragen an die beiden. Marlon Hielbacher für Sky Sport News legt los. Ja, hallo Herr Keller, erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die ersten Gespräche mit dem FC Köln, wie war das aus Ihrer Sicht? Was war ausschlaggebend dafür, dass Sie gesagt haben, das ist das, was ich jetzt machen will? Oh, das war eine ganze Palette von Kriterien, die am Schluss ausschlaggebend war. Es war aber für mich eine sehr einfache Entscheidung. Also ich fange mal mit was an. Ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist, der ja tagtäglich sich mit dem FC beschäftigt. Aber der FC ist natürlich schon ein ganz, ganz großer Club mit einer immensen Strahlkraft. Also wie Fußball hier am Standort gelebt wird, da gibt es nicht so viele vergleichbare Standorte in Deutschland. Und das war mal so ein ganz, ganz wesentlicher Grund. Dann haben auch viele Hygienefaktoren gestimmt. Also ein Hygienefaktor ist für mich zum Beispiel das ganz klare Bekenntnis von den FC-Verantwortlichen und von allen im Umfeld zum Thema 50+1 ist für mich immens wichtig. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einem anderen Umfeld, in dem dieses Bekenntnis nicht da ist, zu agieren. Und darüber hinaus ist es auch auf inhaltlicher Ebene sehr, sehr interessant. Die Herausforderungen sind groß. Ich nehme an, dass da auch noch die eine oder andere Frage kommen wird, wie die Herausforderungen denn dann so sind. Aber es ist Ihnen allen bekannt, dass die Pandemie den FC schon auch sehr hart getroffen hat und uns dann noch eine geraume Zeit beschäftigen wird. Und das hat natürlich auch direkten Durchschlag auf das, was im Sport möglich ist oder was auch nicht möglich ist. Dankeschön. Sonja Eich für den Geistblock. Das Mikro ist auf dem Weg zu dir. Ja, Sie haben die Herausforderungen gerade angesprochen. Was wird denn in den kommenden Monaten, vielleicht bis zur Sommerpause, insbesondere auf Sie zukommen? Welche Ziele und Aufgaben haben Sie sich da gesteckt? Also für mich ist natürlich jetzt zum Start extrem wichtig, dass ich mal alle Menschen, mit denen ich jetzt tagtäglich zusammenarbeite, dass ich die kennenlerne. Habe wie gesagt schon viele Protagonisten kennenlernen dürfen, aber es fehlen auch noch etliche. Und da muss ich mir natürlich auch anschauen, wie sind die Arbeitsabläufe, wie sind die Prozessabläufe, wie wird was gemacht, warum wird was gemacht. Und zu diesem Kennenlernen der gelernten Abläufe, die hier für alle gängig sind, kommt natürlich dann als erste Kernaufgabe die Kaderplanung sehr, sehr schnell und mit hohem Tempo voranzutreiben, weil da drängt die Zeit. Da ist April nicht der früheste Zeitpunkt, zu dem man anfangen kann. Martin Sauerborn bzw. Tobias Karsbecken für die Kölnische Rundschau. Wer von euch beiden möchte anfangen? Hallo Keller, auch von unserer Seite aus herzlich willkommen in Köln. Können Sie uns ein bisschen mitnehmen auf Ihre Reise durch die vergangenen Monate? Wie haben Sie die Zeit genutzt? Haben Sie die Akkus wieder aufladen können? Und hat ja die Maßnahme aus Ihrer Sicht Erfolg gezeigt? Es war gar nicht so notwendig, die Akkus aufzuladen. Das wird, glaube ich, gemeinhin unterstellt, wenn man mal eine etwas längere Pause macht. Aber das war nicht mein Hauptgrund, warum ich mich ja sehr früh für diese längere Pause entschieden hatte. Die war in meinem Kopf klar, bevor ich wusste, dass ich den Vertrag hier beim FC unterschreibe. Aber der Hauptgrund war für mich, ich war 8,5 Jahre in Regensburg und ich glaube, dass erfolgreiches Fußballclubmanagement in der Führung allen voran mit Identifikation beginnt. Und ich kann nicht heute glaubwürdig mir auf die Brust klopfen und sagen, ich bin Jan Regensburg, und morgen klopfe ich mir auf die Brust und sage, ich bin der FC. Also ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das andere Leute handhaben, ich kann es nicht, zumindest nicht glaubwürdig. Und das war mein Hauptgrund, warum ich Abstand und Pause haben wollte. Und jetzt zur Frage, was ich gemacht habe. Ich bin relativ viel rumgereist, hatte unterschiedliche Auslandsaufenthalte, konnte nicht alles machen, was ich machen wollte, weil einfach die Pandemie leider so ein paar Restriktionen gesetzt hat. Und bin jetzt bestens erholt und freue mich, dass ich anfangen darf zu arbeiten. Es war im Februar dann irgendwann mal so, da war ich in Kapstadt und habe mir von Kapstadt aus Südafrika angeschaut, dass ich mir gedacht habe, naja, jetzt ist dann irgendwann, jetzt reicht es mit Urlaub machen. Und das ist dann immer ein gutes Zeichen. Christian Löhr für den Kölner Stadtanzeiger. Ja, hallo Herr Keller. Sie sprachen gerade von Hygienefaktoren. Jetzt ging es ja auch schon um die Pause. Mich würde es ein bisschen interessieren, es war ja offenbar Ihre Bedingung, haben Sie gesagt, um überhaupt hier anzufangen. Mich interessiert es, was das auch über den 1. FC Köln als Verein aussagt, so lange auf einen Wunschkandidaten zu warten. Also ich war positiv überrascht,
darüber, dass dieses Kriterium kein Ausschlusskriterium war. Ich war insgesamt sehr positiv angetan von den Gesprächen mit dem Vorstand und mit Jörg Jacobs, aber dann auch mit dem gemeinsamen Ausschuss, als es dann soweit war, da alle Akteure dann entsprechend kennenzulernen. Und ich glaube, ich habe da einen ganz guten Vergleich, weil ich ja nicht nur mit dem FC gesprochen habe, sondern auch das ein oder andere Gespräch geführt habe. Und da war ich schon sehr, sehr positiv angetan, wie langfristig der Blick der FC-Gremien ausgerichtet ist und wie planvoll man auch die Zukunft beschreiten möchte. Weil das ist im Fußball sicherlich nicht immer so oftmals, und das liegt ja dem Spiel inne, dass man sich halt mit den kurzfristigen Abläufen beschäftigt, aber entscheidend für nachhaltigen Erfolg ist, dass man über den Tellerrand des aktuellen Spiels hinausschaut und auch der aktuellen Saison. Und das war bei den FC-Gremien gewährleistet. Und das war für mich auch ein weiterer Grund, warum ich sehr, sehr leicht mich dann für den FC entscheiden konnte. Dankeschön. Gerne noch einmal Martin. Und dann machen wir hier vorne bei Frank Lusem für den Kicker weiter. Hallo Herr Keller, da fehlt dann noch die Frage, ob der Effekt, sich von Jan Regensburg so ein bisschen entfernen zu können, auch wirklich funktioniert hat und in der Nachbetrachtung auch, welchen Platz findet Jan in Ihrer Person? Also das kann ich mit dem Brustton der vollen Überzeugung sagen, dass Jan Regensburg immer hier ein Stück weit drin bleiben wird. Das waren 8,5 Jahre, es waren 8,5 ereignisreiche Jahre, in denen ich tolle Menschen kennengelernt habe. Aber Jan Regensburg ist jetzt nicht mehr so dominant bei mir, dass ich mich täglich damit beschäftige. Ganz im Gegenteil, also hier ist jetzt nur noch FC Köln und da wird er reinkommen. Ne? Frankie. Ja, hallo. Herr Keller, Sie haben in dem Interview im November 21 im Kicker gesagt, dass ein Grund des Abschieds von Regensburg war die Bestellung eines zweiten Geschäftsführers. Und da zitiere ich mal: Auf nur einen Bereich wollte oder konnte er sich nicht beschränken. Das geht nicht, dazu kenne ich mich gut genug. Ich wüsste, dass ich dem anderen reinrede, wenn er seine Aufgabe nicht so ausfüllt, wie es mir gefällt. Jetzt haben Sie hier bald drei. War mit Ihren Kollegen, ich kann mich gut daran erinnern, würde ich heute genau wieder so sagen. Ja. Man muss ja den Kontext der Aussage sehen. Und in Regensburg, ich war über viele Jahre hinweg Alleingeschäftsführer, hatte den kaufmännischen und den sportlichen Bereich unter meiner Verantwortung. Am Schluss ist irgendwie alles über meinen Schreibtisch gelaufen. Wir waren aber dann an einem Entwicklungspunkt, wo ich ja den Gremien vorgeschlagen habe, im Kontext dessen, dass ich im Januar 2020 schon angekündigt habe, dass ich aufhören werde im Oktober 2021, dass es jetzt an der Zeit ist, auch in der Führungsstruktur den nächsten Schritt zu gehen und einen zweiten Geschäftsführer hinzuzunehmen. Und da, deshalb sage ich es heute wieder genau gleich, kenne ich mich gut genug. Egal, wenn ich da geblieben wäre, es wäre nur ein Zweiter gekommen. Ich hätte dem dauernd reingeredet, weil es ja gefühlt so mein Baby war. Wenn ich jetzt aber in eine andere Ausgangskonstellation komme, dann weiß ich, dass ich dem Philipp Thyroff, der da hinten zuhört, ganz sicher nicht reinreden werde, sondern dass wir uns im Team abstimmen werden, weil ja auch der FC viel zu groß ist, um das allein an der Spitze führen zu können. Und nochmal, auch Regensburg war dann, und das Regensburg ist viel, 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 viel kleiner, war dann irgendwann zu groß, um es alleine führen zu können. Es gibt zwei Fragen von den Kollegen von der Bild-Zeitung. Uli Bauer, Mirko Frank, wer möchte gerne anfangen? Hallo Herr Keller, Sie haben die Aufgaben schon angesprochen, die Herausforderungen, die jetzt anstehen und dass es eben nicht viel Zeit ist, haben Sie auch selber gesagt. Gibt es bei Ihnen so ein Ranking, wenn man jetzt nimmt, der Trainervertrag ist ein Thema, die Zukunft von Modest, Hector, Özcan, gibt es relativ viele Themen. Gibt es ein Ranking, was zuerst abzuhandeln ist, was das Wichtigste ist oder wie Sie da vorgehen wollen? Es gibt kein Ranking, ich werde ab alle Aufgaben auf dem Schirm und werde mich allen widmen, weil es ja auch nicht so ist, dass man diese Aufgaben angeht und es ist mit einem Gespräch erledigt. Zumindest ist es im Regelfall nicht so. Vielleicht klappt es auch mal mit einem Gespräch, dann ist es auch gut. Gerne Jürgen Kemper für den Express. Hallo Herr Keller. Meine Frage war so ähnlich. Dann frage ich mal, gab es denn schon einen Austausch mit Steffen Baumgart? Ja, gab es. Also wir hatten uns im Dezember schon mal zusammengesetzt, einfach für ein intensiveres Kennenlernen. Kannten uns natürlich davor schon, weil wir uns ja öfter mal duelliert haben mit Regensburg und Paderborn. Und da bleibt es dann ja auch nicht aus, dass man nach dem Spiel und auch vor dem Spiel einfach sich mal ein bisschen austauscht. Dann hatten wir im Dezember hier in Köln mal ein längeres Treffen und haben auch telefoniert letzte Woche vor dem Start. Und seit dem Start haben wir schon wieder ein paar Mal miteinander geredet und ich gehe davon aus, dass wir ab jetzt jeden Tag miteinander reden. Gerne weitere Fragen. Tobias.
Herr Keller, wie beurteilen Sie denn die Entwicklung des FC in dieser Saison und wie ist das Feld, das Sie auch durch die Vorarbeit von Jörg Jacobs vorfinden, wie beurteilen Sie das? Also wenn ich mir den FC in dieser Saison anschaue zu spielen, das habe ich auch am Freitag dem Trainerteam und der Mannschaft gesagt, dann macht es einfach Freude, sich diese Art von Fußball anzuschauen, weil es ein gänzlich anderer Fußball ist, als wie er die Jahre zuvor gespielt wurde. Es ist ein mutiger Fußball, es ist ein offensiver Fußball, es ist ein Fußball, der auch einfach viel Herzblut mitbringt, wo das Arbeiten an erster Stelle steht. Und da ist es schon auch so, dass sich doch die Art und Weise, wie der Cheftrainer mit seinem Team eine neue Spielidee implementiert hat, sicherlich auch viele Spieler in ihrer Entwicklung nochmal gut nach vorne entwickelt haben. Und insofern würde ich schon sagen, dass man auf die Saison sehr, sehr, sehr zufrieden blicken kann aus FC-Sicht. Holger Schmidt für die dpa. Eine Frage an Herrn Wolf und oder Herr Sauren. Der Herr Keller hat gerade eben selbst gesagt, er war überrascht, dass Sie das so gut hingenommen haben, dass er es später anfangen will. War das für Sie ein Punkt, wo Sie dann doch nochmal überlegt haben und gesagt haben, eigentlich wollen wir es früher, oder haben Sie versucht, auch Einfluss auf ihn zu nehmen, dass er vielleicht etwas früher kommt? Also Christian Keller ist da sehr, sehr klar. Und natürlich haben wir da Gespräche geführt, aber die Klarheit war so überragend, dass wir direkt wussten, dass wir uns auf den 1. April einstellen können. Da gab es auch nie irgendeine Diskussion drüber. Und das war Jörg Jacobs auch so klar. Und von daher konnten wir den Prozess dann sehr, sehr gut steuern. Im Ergebnis war das natürlich ein Vorteil für den 1. FC Köln, dass wir mit dem Jörg Jacobs dann im Sportkompetenzteam jemanden hatten, der da eine Interimslösung in der Qualität übernehmen konnte, dass wir da im Grunde genommen keine spürbaren Qualitätseinbußen haben und trotzdem auf unseren Wunschkandidaten dann an der Stelle bis zum 1. April uns geduldet haben. Und von daher sind wir sehr, sehr froh, dass der Prozess so gut gelaufen ist. Und das war auch von Beginn an klar, dass es diese Übergangszeit benötigt. Und das haben wir, denke ich, ganz gut gemanagt. Martin. Herr Keller, nochmal zur Kaderplanung. Sie haben selber gesagt, April ist schon relativ spät. Wie ist denn das Feld bestellt durch Jörg Jacobs und die Vorarbeit? Wie weit ist die Kaderplanung schon und was steht tatsächlich noch an? Also ganz grundsätzlich ist der Kaderplanung ein Ganzjahresvorgang und es hat hier ein gutes Scouting-Team, durfte auch den Martin Schulz schon kennenlernen, Jörg Jacobs ja ohnehin, und kenne auch den Schattenkader und weiß, was vorgearbeitet worden ist. Insofern war man nicht untätig, ganz im Gegenteil, aber es gilt natürlich jetzt dann, die Vorarbeit in Entscheidungen umzumünzen. Jürgen Kemper noch einmal für den Express. Meine Frage ist so ähnlich. Waren Sie denn in die bisherigen Aktivitäten schon irgendwie eingebunden? Wollten Sie immer auf dem Stand sein oder haben Sie gesagt, bis zum 1.4. halte ich mich da raus und fange dann heute erst an? Oder am 1. Also ich handhabe es so, dass ich Sachen entweder gern ganz mache mit vollem Einsatz oder ich mache sie gar nicht. Aber so irgendwie so ein Halbding geht nicht. Und Halbding wäre gewesen, immer zwischendurch mal von außen mit vermeintlicher Expertise irgendwie was dazu zu sagen, ohne es richtig zu wissen, weil die internen Gegebenheiten, die lerne ich jetzt ja erst kennen. Und sowas mag ich nicht. Also insofern war klar, Entscheidungen, die bis zum 31.03. getroffen werden, sind Entscheidungen der bis dato Verantwortlichen, allen voran Jörg Jacobs. Und ab 1.04. ist es dann mein Verantwortungsbereich mit dem Philipp Thyroff zusammen. Gerne mit Mikro. Auch auf die Gefahr hin, dass dann Entscheidungen, die bisher schon getroffen wurden, dann vielleicht nicht so nach Ihrem Geschmack waren. Die Gefahr besteht ja dann. Also momentan habe ich jetzt keine Entscheidung festgestellt, die nicht nach meinem Geschmack wäre. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, dann hätte ich halt damit leben müssen. Ne? Ja, vielleicht darf ich ergänzen, dass wir trotzdem immer wieder mal telefoniert haben. Wir waren auch immer wieder mal zwischendurch essen, sodass man da auch ein Stück weit steuern konnte, dass da jetzt nichts ganz Überraschendes für den Christian entsteht. Christian, war das noch eine Meldung? Das Mikro ist auf dem Weg. Ja, vielleicht so ein bisschen anschließend daran auch auf die Gefahren, dass Ihnen das jetzt vielleicht zu viel konjunktiv ist. Aber was wäre denn passiert, wenn die Saison anders gelaufen wäre und hier wirklich das Geisbergheim in Flammen gestanden hätte? Das hätte auf meine Entscheidung ja keinen Einfluss gehabt, weil ich habe meinen Vertrag irgendwann Ende November unterschrieben. Also und da war, glaube ich, vieles noch offen in Bezug auf diese Saison. Insofern hätte es die Entscheidung nicht verändert, es hätte meinen Einstieg dann verändert, weil so ist es natürlich so,
ich komme jetzt rein und ich kann jetzt beobachten, was in dieser Saison noch passiert, kann alles kennenlernen und habe auch explizit Jörg Jacobs gebeten, weil ich denke, das gehört sich auch so und er hat sich darüber auch gefreut, dass er die restlichen Spiele operativ am Spieltag noch mit begleitet, weil man hört nicht irgendwann mitten in der Saison auf, wenn es nicht sein muss, ja, und es muss in dem Fall nicht sein. Und dann hätte ich sicherlich operativ jetzt anders eingreifen müssen, muss ich jetzt nicht, sodass ich jetzt, wie gesagt, kennenlernen kann und den Blick über die Saison hinaus richten kann, was natürlich viel wert ist. Dann machen wir da hinten meine Jana Reidenbach für den Generalanzeiger. Herr Keller, gibt es denn schon Pläne, wie die Arbeit von Jörg Jacobs dann fortgeführt wird über die Saison hinaus, wie seine Zukunft am Geisbockheim aussieht? Diese Frage würde ich an den Vorstand weitergeben. Wir sind im Gespräch, also Jörg Jacobs wird auf jeden Fall in unserem sportlichen Kompetenzteam bleiben und wir versuchen, eine Kontinuität reinzubekommen, dass er auch operativ an der einen oder anderen Stelle mit eingebunden ist. Der Christian Keller hat mir gesagt, es wäre ein Wahnsinn, so eine Intelligenz laufen zu lassen. Wir sind froh, dass wir sie an Bord haben und wir werden in den nächsten Wochen dann die Lösung finden, wie wir das veranstalten wollen oder wie wir es organisieren wollen. Dann gab es noch in der Mitte zwei Meldungen. Dann machen wir Ladies first. Sonja Eich macht weiter und im Anschluss Martin Sauerborn. Ja, noch eine Frage an den Vorstand. Der Unterschied ist, die letzten drei Sportgeschäftsführer waren allesamt Ex-Profis. Mit Christian Keller kommt jetzt jemand, der eher den akademischen Hintergrund hat, akademische Laufbahn. Wie wichtig war das vielleicht auch für die Entscheidung, dass mal jemand kommt, der einen anderen Blickwinkel auf die Dinge hat? Also davon ab, dass Christian Keller auch ein ganz guter Kicker gewesen ist, glaube ich, ist der entscheidende Punkt tatsächlich zu sehen, dass man einen ganzheitlichen Ansatz hat. Damit meine ich jetzt weniger das Akademische. Das ist schon ein Vorteil, wenn man sehr klar, sehr strukturell, vor allen Dingen aber auch sehr langfristig denkt. Das war einer der wichtigen Themen, die wir im Grunde genommen vom ersten Gespräch an als Gemeinsamkeit da festgestellt haben. Und das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Unterschied, dass man, wenn man wirklich perspektivisch langfristig denkt, die eine oder andere Entscheidung dann auch durchaus anders fällt und eigentlich im Sinne des Clubs langfristig fällt. Und das ist schon ein wesentlicher Vorteil, den wir hier bei Christian Keller sehen. Martin, gerne. Herr Keller, Kaderplanung hat natürlich auch immer was mit Finanzen zu tun. Sie sind ja da, kommen ja aus Regensburg und wissen, wie es ist, mit wenig zu arbeiten. Wie würden Sie die Situation, die finanzielle Situation hier beschreiben und welche Möglichkeiten bietet sie Ihnen? Ich denke, Sie sind da auch relativ gut im Thema, weil Sie ja regelmäßig auch darüber berichten. Ich habe das eine oder andere auch gelesen. Sie wissen, welche Lücken die Pandemie in die FC-Kassen gerissen hat. Sie wissen auch, dass ein gutes Stück Zukunft auch schon verfrühstückt wurde, wie man so schön sagt, und dass einfach auf Erlösströme aus der Zukunft vorgegriffen werden musste, um akute Defizite, die sich durch die Pandemie ergeben haben, zu lösen, sodass natürlich schon gewisse Fesseln an der Kaderplanung liegen. Es wird laut Planung der geringste Personalaufwand Lizenzspielbetrieb sein, den der FC die vergangenen Jahre hatte. Knapp 20% weniger aktuell im Planungsstand, als auch in der laufenden Saison noch ausgegeben wird, sodass es sicherlich keine Standardlösungen geben wird, sondern man viele kreative Lösungen braucht und sich auch in Gänze überlegen muss. Das möchte ich aber dann mit meinen Mitstreitern besprechen, wie es denn die sportliche Positionierung genau in Bezug auf den Spielermarkt. Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, die man fahren kann. Man kann fertige Spieler holen, man kann junge Spieler holen, man kann irgendwas zwischendrin holen. Also das ist die Frage, wie wir uns da positionieren wollen. Da habe ich natürlich eine ganz klare Idee, aber die muss ich erstmal noch besprechen, weil so lange bin ich noch nicht da. Tobias, gerne. Herr Keller, für Sie persönlich ist es ja auch ein Aufstieg von der zweiten in die erste Liga. Mit wie viel Vorfreude blicken Sie jetzt der Aufgabe in der Bundesliga entgegen? Also ich blicke dieser Aufgabe beim FC Liga unabhängig mit extrem viel Vorfreude entgegen und muss Ihnen eins sagen, dass ich denke nicht in Schemata oder in Liga-Kategorien. Ich habe mich auf die Aufgabe Liga-unabhängig genauso gefreut, weil ich einfach den Club extrem interessant, spannend und attraktiv finde und weil das Gleiche für die Aufgabe gilt. Dass ich natürlich in der ersten Liga machen darf, ist umso schöner. Aber ich definiere mich nicht drüber, in welcher Liga ich den Job mache. Ich kann in der vierten Liga genauso viel Spaß am Job haben wie in der ersten. Uli Bauer für die Bild-Zeitung.
Ja, bei den angesprochenen Problemen finanziell und mit der Kaderplanung, wäre es aus Ihrer Sicht wünschenswert, dass der FCE das Ziel Europa noch schafft, oder ist das für so einen Club vielleicht in der jetzigen Situation dann zu viel? Also ich hatte ja gerade schon gesagt, ich denke, man kann mit der aktuellen Saison sehr, sehr zufrieden sein. Wer hätte sich letzten Sommer so einen Saisonverlauf erwartet? Wahrscheinlich die wenigsten. Insofern sollte man aus dieser Saison, auch egal wie sie noch ausgeht, in jedem Fall was Gutes machen. Was ist eine gute Saison? Es wird gut gearbeitet von allen Beteiligten und es wurden bis dato gute Ergebnisse erzielt. Wenn da vielleicht noch die Kirsche auf die Sahne draufkommt, dann ist es immer schön, weil eine Kirsche schmeckt auch gut. Und wenn sie nicht draufkommt, dann war es trotzdem eine gute Saison. Guido Ostrowski für Radio Köln. Was man dem FC auch nachsagen kann, ist, glaube ich, dass es ein sehr emotionaler Club ist. Es ist auch das etwas, das sie reizt, auf das sie sich freuen. Wie gehen sie damit um? Es kann ja beim FC schnell in die eine wie in die andere Richtung gehen. Das meinte ich vorher auch mit Strahlkraft, dass er so viele Menschen bewegt, der Club. Und das, wenn man Menschen bewegt, geht es automatisch mit Emotionen einher. Und ich finde es ja aber was total Positives. Sie haben zwar gerade gesagt, in die eine und die andere Richtung, ist mir wohl bewusst. Aber im Kern steckt dahinter doch Begeisterungsfähigkeit der Menschen für ihren Club. Und das ist was total Positives. Und es ist dann halt die Aufgabe im Management, die Erwartungshaltung und das Vorgehen im Innenverhältnis trotz aller Emotionen mit möglichst viel Ratio zu managen. Gerne noch einmal Marlon Ihlbacher für Sky und im Anschluss Martin Sauerborn für die Rundschau. Der Club steht ja auch in sehr enger Verbindung mit der Stadt Köln. Wie haben Sie denn die Stadt Köln bisher hierher schon kennenlernen dürfen und wie gefällt sie Ihnen auch im Vergleich zu Regensburg? Also ich kann für die Stadt und für die Menschen, die ich bis dato kennenlernen durfte, genau das Gleiche sagen wie hier für die Mitarbeiter. Es waren alle sehr freundlich, es waren alle total positiv und offen und hilfsbereit, sodass ich bis dato wirklich also sehr herzlich empfangen worden bin und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Ist auch, kann auch für meine Vermieter das schon sagen. Ich wohne bei einer total netten Familie im Haus. Ja, also gefühlt bin ich schon als ein zusätzliches Familienmitglied aufgenommen, obwohl ich erst seit 10 Tagen da bin. Und das ist natürlich schön, wenn so viel Offenheit vorherrscht, weil Offenheit auch was ist, was mir extrem wichtig ist. Und von der Stadt habe ich noch nicht so viel gesehen. Habe mir allerdings sagen lassen, dass man sich innerhalb kürzester Zeit gut auskennen kann, wobei ich mir da noch nicht sicher bin, ich habe mich schon mit dem Fahrrad verfahren. Also es war allerdings am ersten Tag, also mittlerweile wird es wahrscheinlich schon besser sein. Martin, deine Frage hat sich sehr gerne. Die Frage wäre in die gleiche Richtung gegangen, aber das heißt, Sie haben noch gar keine Berührungspunkte mit Köln gehabt vorher? Also ich war einmal in Köln zu einem Fußballspiel. Auf das gehe ich jetzt nicht ein, weil es war nicht positiv für den FC. Und dann war ich einmal für einen Tag zu Karneval hier. Und da muss ich noch viel lernen, wie er das so macht. Ja, aber ich streng mich an. Und Grundkurs hat schon stattgefunden. Dann war ich noch mal da, um den gemeinsamen Ausschuss kennenzulernen. Und das war es aber bis dato mit den Köln-Berührungspunkten. Das heißt, ich bin offen, Köln kennenzulernen. Ich freue mich sehr drauf. Uli Bauer für die Bild-Zeitung und im Anschluss Christian Löhr. Ja, relativ banal. Wie handhaben Sie das ab jetzt? Samstag geht es ja wieder los an Spieltagen. Sind Sie vorher bei der Mannschaft, nach den Spielen? Sind Sie auf der Bank oder auf der Tribüne? Also ich jetzt am Freitag war natürlich ein besonderer Anlass. Ich hätte es jetzt wirklich relativ affig gefunden, da anzukommen, am Morgen alle Hallo zu sagen und dann die Abläufe mitzumachen. Erfahrungsgemäß kommt es auch bei den wesentlichen Protagonisten nicht so gut an, weil man schon erstmal so ein bisschen reinkommen sollte in die Themen und auch die Menschen noch besser kennenlernen sollte. Werde aber natürlich ab dem nächsten Spiel gegen Mainz dann die Abläufe alle mitnehmen, rund um den Spieltag. Und eines aber nicht tun, ich werde nicht auf der Bank sitzen. Kann ich auch begründen, warum ich es nicht mache, weil ich der Meinung bin, auf der Bank sitzen genug Leute, die von der Bank aus gut sehen, was auf dem Spielfeld passiert. Wenn du auf der Tribüne sitzt, dann hast du nochmal einen anderen Blick auf das Spiel und kannst dann im Zweifel auch, wenn du dem Trainer oder dich mit dem Trainerteam austauschst, vielleicht dann nochmal einen Input aus einer anderen Perspektive geben. Christian, bitteschön.
Ja, nochmal ins Blaue nur gefragt, weil Sie sich schon so für Köln begeistern. Ich hatte das Gefühl, Sie werden sich ja informiert haben über die Stadt. Gab es irgendwelche Ansprechpartner für Sie? Gab es jemanden, der Sie ein bisschen vorbereitet hat, den Sie gefragt haben? Und gab es Anekdoten, Besonderheiten, auf die Sie vorbereitet worden sind? Also ich bin auf Anekdoten, habe ich mich selbst vorbereitet. Ich habe das Buch gelesen, 101 Dinge, die man über den FC Köln wissen muss. Da standen interessante Sachen drin. Aber tatsächlich kenne ich auch Leute aus Köln, frühere berufliche Wegbegleiter, habe die aber allerdings alle nicht um Rat gefragt und auch nicht über den FC oder über die Protagonisten, weil ich da so ticke, dass ich mir ganz gern meine eigene Meinung bilde. Und habe ja vorher schon erwähnt, hatte sehr, sehr substanzielle und auch zwischenmenschlich angenehme Gespräche mit den beiden Herren neben mir und mit den restlichen Gremien, und das war für mich der ausschlaggebende Grund. Gibt es noch weitere Fragen? Ich werfe noch mal einen Blick in die Runde. Ansonsten würde ich fürs Erste vielen lieben Dank sagen und das Abschlusswort an unseren Präsidenten noch mal geben. Ja, herzlich willkommen, haben wir gemacht. Ich glaube, die erste Prüfung ist auch ganz positiv verlaufen, wenn ich das so wahrnehme. Und ich wünsche dem Christian viel Glück für das, was vor ihm liegt. Wie man am Wochenende in Berlin sehen konnte, ein bisschen Glück hilft, hatten wir in dem Fall nicht. Und der Rest aus meiner Sicht wird sich gut finden, weil die Strukturen sind okay, die Managementstruktur ist gut, und insofern sind wir sehr optimistisch, dass wir in eine positive Zukunft nicht nur starten, sondern sie weiter gestalten können. Danke.